auch richtig gut, dass ich mein Navi so gut ablesen kann. Auch durch das dunkle Visier funktioniert perfekt. Servus Leute und willkommen zum neuen Video. Ich fahre jetzt nach Alfdorf. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es manche von euch, wer weiß. Ja, da gehe ich zum Lamm oder ins Lamm. Da jetzt haben ja Restaurants wieder offen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt testen lassen muss oder wie das abläuft. Aber ja, der Plan ist, da was gemütlich zu messen, zu essen. Und danach gucke ich mal. Löwensteiner Platte ist jetzt auch wieder offen, hat mir ein Kollege geschrieben. Vielleicht fahre ich nachher da mal noch hin und nach VBB gucken, ob da auch wieder offen ist. Und ja, die Wirtschaft ist an einem sehr interessanten Flecken der Welt. Aber schön hier. Aha. So, ich bin back. Jetzt habe ich was gegessen. Jetzt geht's dem Gemüt auch wieder gut. Boah, es war so fucking warm. Puh. Ja, ich habe einen Wurstsalat gegessen. Boah, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon bessere Wurstsalate gegessen. Aber ja, war okay. So. Und jetzt geht's ab nach Löwenstein. Wer kennt das Problem auch? Heuschnupfen und dann noch will man Motorrad fahren. Und überall ist einfach gemäht, frisch gemäht. Und ja, es ist natürlich sehr geil für alle Motorradfahrer. Ja. Wenn ihr das Problem auch kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, hinter der Polizei fühle ich mich immer ganz arg sicher. Kappa. Irgendwie sieht der Auspuff aus, als ob da was fehlen würde. So. Jetzt fahren wir an Löwensteiner Platte bzw. Tankstelle in Sulzbach an der Mohr. Ja, davor noch kurz tanken, dass ich dann eventuell danach noch ein bisschen nach Vorderbichelberg fahren kann und da noch ein, zwei Mal hoch und runter ballern, je nachdem. Wenn da niemand ist, dann fahre ich da wahrscheinlich auch nicht, weil dann werden da irgendwo
die blauen stehen und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen muss ich mal gucken, meine eine einmal hochfahren und ein bisschen Ausschau halten. Und ja, und das Wetter ist einfach Bombe. Es ist einfach echt wieder Bombe. Wir hatten jetzt wieder 2 Wochen lang, wo ich nicht gescheit fahren konnte. Und jetzt, wenn es dann so gut Wetter wieder ist, das ist halt schön. Diese Fehlzündungen, oh mein Gott. Ja. Wir sind jetzt gleich an der Platte. Und also vorher beim Ebnisel war ja schon viel los, gerade eben. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was auf der Platte abgeht. Weil da ist ja normalerweise immer viel mehr los. Ja. Ja. Was haben wir denn hier alles Schönes rumstehen, Alter? Puh, 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 puh. Und das im Jahr 2021, im Corona-Jahr. Er war nie weg. Endlich, jetzt kann man sich wieder ein bisschen treffen. Die Treffpunkte haben auch wieder offen. Ach, das ist doch einfach schön. Es ist gutes Wetter. Ah, perfekt.
Scheiße. Alles gut?